Moin Jungs, moin Mädels. Heute mal ein ganz besonderes Video, und zwar haben sich bestimmt einige von euch schon gefragt, wie viel man eigentlich mit dem ganzen rausgeholten Schrott hier verdienen kann. Und das, denke ich mal, finden wir jetzt gemeinsam raus. Auch mein erstes Mal, ich war vorher auch noch nicht dabei gewesen. Und zwar fahren wir nämlich heute zum Schrottplatz und bringen den Schrott von den letzten 3-4 Malen weg. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Seht ihr nur den vollen Hänger. Jeder Ritze, jeder Ecke liegt jetzt was. Kommt jetzt endlich da ein, wo es hingehört. So, Hänger ist leer, da wo es hingehört, die Kralle kommt, wir ziehen durch. Hallöchen. Einen schönen Tag noch. Da haben wir's. Wir haben's. Die Kohle. So Jungs und Mädels, ihr habt wahrscheinlich schon ein paar Szenen gesehen vom Schrottplatz, aber jetzt kann man es nochmal in aller Ruhe zeigen. Und so im Endeffekt konnten wir mit den letzten 2-3 Malen eine halbe Tonne Schrott rausziehen. Die Tonne Schrott selbst bringt 210 Euro und wir konnten damit satte 105 Euro verdienen in dem Fall. Das Geld geht natürlich komplett in die Spritkosten mit rein, die wir natürlich für das ganze Hin- und Hergefahren natürlich auch brauchen. Ich denke mal, für euch war es auch sehr interessant. Vielleicht hat euch die Antwort mit dem Geld auch ein bisschen überrascht. Ich hatte leider keinerlei Vorstellung, was das eigentlich bringt, weil die ersten 2-3 Hänger, die wir bis jetzt schon rausgeholt hatten, die hat mein Opa natürlich für sich selbst genutzt, weil wir wollten ihm die schenken sozusagen. Normalerweise wollen wir Hälfte-Hälfte machen, aber jetzt gerade eben meint er noch im Auto zu mir, ach komm, nehm alles mit. Also von daher. Ich hoffe, das Video war für euch auch ein bisschen interessant gewesen oder hat euch vielleicht die Antwort auch überrascht. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.